Willkommen zurück zum Utopia! Wir haben zwei Gesichter unserer Freunde gerettet. Ach, eins fehlt noch. Ist es vielleicht hier in diesem Level? Ob das Gesicht von Freddy hier irgendwo ist? Freddy, das waren noch Zeiten. Wie sah das Gesicht von Freddy nicht aus? Ach, was soll's, das fällt mir schon wieder ein, sobald ich es sehe. Oh Gott. Aber kennt ihr das auch so, wenn ihr Gesichter vergisst? Da ist er wohl. Flammen-Freddy-Golem! Der sieht am gefährlichsten aus von allen Bossen hier. Bisher. Ich setze den Schuss ein. Ein bisschen abkühlen hier. Oh Gott. Bernie macht aber auch nur 7 Damage. Yeah, ausgewichen. Das mache ich doch gerne, Süße. Oh, das mache ich doch gerne, Süße. Luft. Ja, wir machen sehr viel Damage, actually. Mehr als ich dachte. Na, 20 schon besser als 7. Oh, no. Du heilst zwar, aber ich hau mal ein bisschen. Perfekt. Ich meine, ich kann kostenlos heilen. Warum sollte ich es nicht tun? Ganz ehrlich, ich glaube, Heilerklassen braucht man am Ende des Spiels gar nicht mehr. Ich habe so viele Bonbons und so viele Bananen. Ich brauche nichts. Gar keine Heilungen. Ihr könnt sich alle selbst heilen. Reicht. Nein, ich rette dich. Aua. Yay. Dadurch mögen wir uns mehr. Jetzt sind wir gute Freunde. Noch bin ich gefriendzoned. Vielleicht ändert sich das. Okay, komm. Hören wir auf zu schwimmen. Reicht jetzt. Rauf da. Bam, 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 bam. Ich helfe dir. Ihr geht euch nur so. Sucht euch mein Zimmer, ihr beiden. Oh, nice. 100 Damage. Hab Dank. Wir haben Freddy gerettet. Yay. Jetzt haben wir alle drei geholfen. Ja, schon. Aber viele meiner Freunde sind noch nicht befreit. Ja, betrüblich. Aber wir müssen nach vorn sehen. Also auf nach Podkrater. Na gut, was sollten wir auch sonst tun? Mal sehen, was Freddy sagt. Was würde Freddy sagen? Herr Mike! Guten Tag, ich habe Post für Sie. Sie sind doch Herr Mike, richtig? Bitteschön. Hey Mike, haha, wie geht's? Ich habe mich geändert. Ich habe jetzt ehrliche Arbeit gefunden. Bei Michael Jackson. Dein Nebby. Wunderbar. Das ist sehr schön. Freut mich doch. Ich dachte, es kommt der Kameramann, aber nein. Das ist auch gut. Auch wenn der Kameramann einen Ticken besser ist. Na egal. Okay, komische Pose hier. Bam, bam, euch geht's allen gut. Ihr wollt nichts haben. Ihr wollt aber essen, bestimmt, oder? Wie schmeckt dir das? Unglaublich! Das ist doch nice. Habt ihr alle schon probiert? Probier mal. Ganz nice, okay. Hast du noch nicht probiert? Ganz nice, okay. Hast du noch nicht probiert? Nicht so, schade. Gut. Reicht dann. Let's go, go, go. Let's go. Weiter. Wir retten Freddy. Und dann holen wir uns die Kiste. Hier unten. Stimmt, dafür möchte ich das Level hier nochmal machen, damit ich den Weg freischalte. Ja. Und nachdem ich die Truhe geholt habe, machen wir dann Bosskampf hier. Oder ich gucke nochmal, ob ich das hier schaffe. Ich glaube, das mache ich sogar als erstes. Gucken, ob ich dieses Furien-Level schaffe. Freddy! Ich spule es auch hier vor. Das sind immer die gleichen Animationen. Bam, 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 bam. Mike, es war ja klar, dass du mich retten würdest. Wir sind zu neunt aus der Burg des dunklen Fürsten geflohen. Ich wurde gestellt und geriet in Gefangenschaft. Hoffentlich geht es den anderen gut. Wir sollten rasch zur Burg aufbrechen. Die anderen sechs warten gewiss schon auf eine heldenhafte Rettung. Oh ja, hier kommen die heldenhaften Retter.
Yay! Auf zum Flammenberg! Gleicher Meinung. Let's go. Aber bevor wir das machen, haben wir noch ein paar Level hier vorzumachen. Warum ist jetzt hier ein Weg? Okay. Ja. Ich mache erstmal den Weg noch hier. Ja, das sollte eigentlich schnell sein. Hoffentlich. Ja, komm. Level up! Ja. Genau. Ein Level. Das war's. So, und jetzt wollen wir uns diesen Weg hier anschauen. Nach rechts zur Kiste. Ja, wie gesagt, nach der Kiste gucke ich mal kurz, ob ich die Furien besiegen kann. Da schneide ich euch noch rein. Das könnt ihr dann, wie gesagt, vorspulen. Wenn es dann soweit ist. Oh, Level up. Schön. Und wow. Hier ganz am Ende nochmal ein Gegner. Ach komm, die können alle nicht. Die sind Rest der Runde direkt tot. Hier, zack. Bam. Tot, tot. Einer auch nochmal. Kommt schon. Ja. Ich habe voll vergessen, dass Freddy so eine goldene Pfanne hatte. Habe ich gerade ein bisschen gewundert, als ich gesehen habe. Aber okay, nice. Die macht das Haus! Warum? Werd doch, was du willst! Hä? Du und deine Helden können jetzt noch belieben die Klasse wechseln! Hoho, wenn du dir 6a nicht gefällt, dann geh doch zu 6b! Endlich ist auch die Kraft des Klassenwechsels von den Rollen her dein. Diese Kraft erwachte wohl, weil du dich der Burg des Dunklen näherst. Nun, du und dein Team, ihr könnt jetzt jederzeit die Klasse wechseln. Und es gibt noch mehr Grund zur Freude. Klassen, die Gomba hat dir bis jetzt verwehrte, sind verfügbar. Du kannst nun Klassen wählen, die du anfangs und nebenan hattest. Ein Grund zu großer Freude, oder? Ho, ho, ho. What? Hört sich an wie so ein Aftergames-Feature, aber ich krieg's jetzt. Hä? What? Du kannst jetzt im Gasthaus jetzt die Klassen wechseln. Wirf einen Blick auf die Option Team im Menü. Okay. Moment, bevor ich jetzt irgendwas kaufe. Sonnenblume ist aber... Komm schon. Es ist Sonnenblume. Komm, ich muss es noch kaufen, bevor ich meine Klasse wechsle. Obwohl ich die Klasse jetzt schon wechseln will. Komm. This is zombie on your lawn. Das ist Stampy on your land. Wunderbar. So. Bisschen gekringt. Level 13 mit mir, Level 10 mit mir, Level 15 mit mir. Ja, eigentlich so. Ach, keine Ahnung. Was weiß ich. Komm, ihr beide kennt euch nicht. Ihr könnt euch anfreunden. Freunden. Mein Gott. Ich möchte gerne meine Klasse wechseln. Ich war ja ganz am Anfang des Spiels ein Zauberer. Und das möchte ich jetzt wieder sein. Es ist Zeit für einen Neubeginn mit einer neuen Klasse. Eine neue Klasse zu wählen heißt wieder von Level 1 anzufangen. Aber keine Sorge, die Level deiner alten Klassen bleiben dabei erhalten. Probiere rum und stelle fest, welche Klasse dir am meisten liegt. Aber Moment. Ja, ich wollte schon sagen, mit dem habe ich aber nicht alles verloren. Nein. Die drei Phasen von Mike. Blume, Katze und Magier. Aber ich möchte gerne Magier bleiben. Nun bin ich wieder ein Magier. Weil das gefällt mir am meisten. Genau. Ja, passt. Das passt. Wir brauchen sowieso gerade keinen Heiler, um ehrlich zu sein. Also, stört nicht. Probier. Ganz nett. Cool. Habt ihr schon probiert? Habt ihr alle schon probiert? Habt ihr alle schon probiert? Habt ihr noch alle nicht probiert? Ich hab nur eins davon. Probier. Nicht so. Schade. Probier. Nicht so. Schade. Probier. Ganz okay. Cool. Probier. Ganz okay. Cool. Geiles Commentary, ich weiß. Ich mache einfach die besten Commentaries hier.
Yeah. Cool. Nun bin ich wieder ein Magier, wie ganz am Anfang des Spiels. Freut mich. Rum in die Kiste und dann schlagen wir diesen Typen in die Fräse. Wollkleid hat was. Das hat was, Süße. Aber das ist das Sailor-Kostüm. Aber das ist... Sorry, das ist das Sailor-Kostüm. Es heißt einfach so, es muss passen. Von den Farben her vielleicht nicht so sehr, aber naja. Stats ein bisschen höher ist immerhin etwas. Auch wenn es nicht so viel ist. Und jetzt will sie wieder was Neues haben. Ein Bienenkleid. Ja, komm, ich schwimm so sehr auf sie. Kriegst das Kleid. Oder du kaufst dir einfach eine Banane, von denen wir jetzt mittlerweile schon 53 Stück von haben. Die gehen natürlich auch. Probier. Okay. Wollen wir wohl die anderen Freunde retten? Frage ich mich gerade. Ich hoffe, das wird nicht so lange dauern. So, ich krieg das alle hier. Okay, reicht. Wir machen weiter. Überlegen. Bin wirklich gerade am Überlegen, wie das alles jetzt weitergeht. Na, komm. Versuche jetzt mal das hier. Ich stelle das weg. Wenn nichts passiert. Level up für Bunny. Ja. Und nun versuchen wir es nochmal gegen die Furien. Wir haben letztes Mal nur einen einzigen Damage gemacht. Die machen immer One-Hit. Machen euch alle. So. Das war ein einziger Revive, den ich hatte. Hä, wieso hat er jetzt kein One-Hit gemacht? Hä? Okay. Explosion! 3 Damage, immerhin, weißt? Du noch Nummer 3? Ja. Sekunde mal, Riesenwaffe! Bäm! 11 Damage! Oh, das war viel mehr! Ja, und da ist Bunny down. Bunny! 60 Damage! Yes! Komm schon, das können wir hinkriegen! Ah, dead. Bäm! Nice! Einer Sound! Das können wir hinkriegen! Ja, 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 perfekt! Tschüss! Geschafft! Ich bin stolz auf mich, dass ich das geschafft habe! Mit meinem geilen Team! Kriegt alle heute Abend Kekse! So viel ihr wollt! Was macht der Boss zweimal hier? Wir sollen vielleicht erstmal heilen. Perfekt. Jetzt können wir anfangen zu kämpfen. Damit meine ich Explosion! Boom, boom, boom! Aua. 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 Ja, ich heile euch mal wieder. Alles gut, Freunde. Ja, wenn ich so viele von den Streuern habe, ich kann sie ja unendlich benutzen. Von daher, wen stört's? Die Furien jetzt doch ein Doppelbosskampf. Was soll denn das? Also jetzt mal ganz ehrlich. Finde ich jetzt nicht lustig. Ich will es mal ausprobieren, was das macht. Oh, in die Luft mit dir! Erster Beistand. Magier mit Hotte Hü. Ein Pegasus einfach. Oh mein Gott, wie das aussieht. Wie cool. Donnerkeil! Bam, 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 bam. Boah, das war mega cool! Holy moly! Das will ich nochmal machen! Oh, einer ist down, einer ist down! Oh, der nächste gibt mir den 1000. Ich muss meine Mana herstellen. Ich brauche mehr Mana. So, ihr könnt alle geheilt werden. Yay, tanz für mich rum, Freunde, tanz für mich rum! Ich kann nicht mehr, okay. Sorry, Leute, ich hab nichts mehr. Aua. Oh Gott.
Alles in Ordnung? Wie war das? Wir brauchen keinen Heiler mehr. Well, geschafft. 1000 Gesichter gerettet. Oh, das fühlt sich so gut an. Hierbei geht nochmal Level up und Erfahrungspunkte kriegt natürlich Bunny. Wer denn sonst? Ja, aber es ist voll wenig. Wenn jetzt noch was kommt hier. Ihr könnt jetzt nicht sagen, dass noch ein Boss kommt. 1000 Münzen hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nee, okay. Keiner mehr. Das war richtig schwer, aber es hat sich gelohnt. Das 1000 Leute gerettet. Die Macht ist fast. HP-Streuer ist nun krasser als sonst. Statt 280, 300 HP. MP-Streuer ist genauso krass. Statt 100, 120 MP. Ja, mehr habe ich nicht. Sorry. 1050 Leuten kriegst du wieder was. Also, ja. Ab jetzt löse ich es nicht mehr vor. Dass du Bescheid wirst. Das habe ich bis zu 1000 Mal noch vorgelesen hier. Ja, reicht jetzt auch. Dun. Ah, nein, 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 kein Non-Look. Nein! Der neue Freddy. FNAF 8 liegt. Trans Freddy. Was weiß ich. Kristallflakon. Aha. Will ich das benutzen? Werte können wir benutzen, würde ich sagen. Ja. Weil die Werte sind sehr, sehr gut. Deshalb nehmen wir die Werte. So, ein bisschen futtern und dann nochmal den Bosskampf machen, den wir schon gemacht haben. Du hast noch nicht. Unglaublich nice. Schön. Schön, dass ihr das schmeckt. Was ist mal damit? Ganz okay. Spinnen-Sushi. Okay, was sagst du, Bunny? Ganz okay. Cool. Was sagst du dazu? Nicht so dein Fall. Nudeln. Okay. Was, was? Wir essen euch noch. 28 gerade. Okay. Geht noch klar. Hey, wieso haben sie sich eigentlich neu angeordnet gerade hier? Hä? In der Reihenfolge, wo wir uns kennengelernt haben, oder wie? Na egal, komm. Auf zum Boss. Der gleiche Boss nochmal. Weil warum nicht, ne? War ja gerade nicht schon schwer genug. Nein, nein, wir machen ihn jetzt schön nochmal. Explosion! Ja, hilft mir alle. Na, nicht alle, aber zwei von drei. Hey, das ist mein Job, Freddy. Was soll das denn hier? Hey, alle helfen außer ich. Was soll das? Hallo? Nimm. Ja, halt. Super. Aber jetzt mal, no joke, müsste es nicht eigentlich Sinn machen, wenn alle meine Kumpels hier, alle meine Freunde im Game, schon alle miteinander so ungefähr Level 5 aufgelevelt haben, weil ich meine, die waren so lange eingesperrt, hatten nur sich selbst. Da kann man sich eigentlich schon kennenlernen, oder standen die da einfach nur so rum, haben sich angestarrt, still, auf die Uhr geschaut. Ja, dann kommt man Mike eigentlich mal wieder. Nicht irgendwie auf die Idee gekommen zu quatschen? Ja, das finde ich jetzt schon ziemlich lächerlich, um ehrlich zu sein. Naja, Spiel, ne? Heiß! Heiß, heiß, der Käse brennt wie Feuer! Ich glaube, ich habe mir die Zunge verbrannt! Aber Schmerzen kann man schon mal ertragen. Für eine ungewöhnliche Delikatesse allemal! Ja, ungewöhnlich, Pizza. Oh, sei gegrüßt! Ich bin Wario, der Reisegourmet! Hohe Kochkunst hebt auch mich ins faire Nüsse der Verzückung! Diesen Genuss muss ich einfach mit dir teilen, greif zu! Geothermie-Pizza. Bon Appetit! Okay, das ist kein Weg hier lang. Wir müssen wirklich hier lang. Alles klar. Man kann hier sogar nur lang, wenn man alle Gesichter gerettet hat. Heißt, ab hier wird es sehr schwer. Heißt. Es ist richtig lustig, so mit mehreren durch die Gegend zu ziehen. Ja, es war schon ziemlich trist, als ich ganz allein unterwegs war. Jetzt sind wir ja da. Jetzt können wir lauter Dinge tun, die allein nicht möglich wären. Oh, zum Beispiel? Wir können uns gegenseitig helfen. Mhm.
und volle Kanne miteinander streichen, bis die Fetzen fliegen. Was? Oder andere als Schild benutzen, wenn es 20 wird. Warum habe ich dich noch gleich mitgenommen? Weil du keine andere Wahl hattest. Wenn ich diese Form von Gegner sehe, kriege ich sofort Angst. Es ist zwar nicht der Typ, diese Furie, aber er sieht so aus. Verreckt. Danke. Dann bist du alle Level geschafft. Und das heißt, wir können ab jetzt rein hier in den Feuerberg, ohne Backtracking zu bestreiten. Moment, die sind Trolle? Guck mal, die hat ein paar von seinen Verwandten hier mitgenommen. Interessant. Gut zu wissen. Der lebt wahrscheinlich in seinem Schloss mit den ganzen Viechern. Aus dem Brief halten. Lieber Mike, frohlocke denn dich erreicht ein Brief der größten Schönheit von ganz Elfendorf. Also, frohlockst du schon? Was auch immer das heißen soll, frohlock. Sag mir nichts, aber höre ich zum ersten Mal. Keine Ahnung, yeah, enge Freunde. Juhu, wow, erst Level 2. Aber noch nie miteinander geredet haben, bevor wir für Jahrzehnte eingesperrt waren. Juhu. Oh, ein Geschenk. Oh mein Gott. Wie niedlich. Foto von Bunny. Das ist toll. No. Freddy mag mal kurz gesehen. Oh, Spaghetti. So, ihr Level bitte noch mal ein bisschen. Yay. Ba-ba-da-bam-bam, bam, yeah. Da-bam, ba-da-ba-da-bam. Yeah. Wir leveln noch so lange, bis wir nicht mehr leveln können, yeah. Ich habe noch so viele Ausflugstickets, aber ich habe irgendwie keine Lust auf die. Vielleicht mache ich die mal offscreen irgendwann. Jetzt nicht. Jetzt habe ich keinen Bock, will ich die Story weitermachen. Knuspriges Stück Pizza im Steinofen mit Erdwärme gebacken. Okay, wenn mir das schmeckt, dann wundere ich mich. What? What? Okay, es ist aber nur ein Hm. Deshalb sage ich mal nichts zu. Komm, ihr dürft das alle essen, außer Bunny. Bunny kriegt dafür Hacksteak. 100% reines Rindfleisch für einen besonderen Genuss. Unglaublich! Wunderbar. Trollkringel. Kringel. Das ist voll Kringel, ey. Schmeck. Lecker. Hundekekse. Ja, sollten für Hunde bleiben. Na gut, wie auch immer. Ich habe einfach keinen Bock, die Tickets einzusetzen. Ich will weitermachen. Ich will die Story weitersehen. Wie sich alles entfaltet und so. Noch ein Level? Kurz zum Flammenberg, noch ein Level machen. Okay. Das mache ich noch in der Folge, egal wie lang es wird. Und direkt nächste Folge. Fangen können mit dem Berg. Ah, Angreif! Bereit machen zum Angriff! Warte. Warum? Ihm wurde kein Gesicht aufgezwungen. Es ist völlig harmlos. Flieg davon, kleiner Greif. Oh, verstehe. Das war sehr weise von dir, Iwata. Überreicht dich das? Nein. Nein, tut es nicht. Ja, mit Iwata an meiner Seite fühle ich mich auch sicher. Oh, zwei Wege mal wieder. Ja, dann mache ich dann Offscreen oder so, ey. Half. Ich spam von noch. Ah, keine Lust mehr. Bam. Ich sag jetzt schon mal, wenn es euch gefallen hat, hoffe ich, ihr seid auch in der nächsten Folge dabei. Wo wir dann im Flammenberg rumgeistern. Yeah. Bam. Du gehst down, mein Freund. Bam, bam. Hoffentlich finden wir dort drin den Gomma AD und sein Schloss.
Falls er ein Schloss hat. Ich glaube, er hat ein Schloss. Halt so eins wie in Anfangs. Vermutlich. Oder er lebt einfach im Berg. Das kann ich mir auch vorstellen. Warte, was? Was heißt denn jetzt für ein Umweg hier? Lol. Hast du gesehen? Hoch und dann runter. Hä? Du kannst einfach geradeaus gehen, dann bist du sofort da. Wow. Wow. Nee, egal, dann habe ich einen längeren Weg in der Folge gemacht, I guess. Ob das so gut ist, keine Ahnung, aber naja. Da unten sieht man's. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Kiste ist, aber wer weiß. Ach Gott, noch ein Weg! Das ist ja halt so ein Witz, oder? Also. Ich wollte die Folge jetzt nicht so lang machen, hier. So. Okay. Schon keiner weird. Bam. Es lebt noch. Ne, jetzt nicht mehr. Gut. Irgendwie so langsam langweilt mich das Gameplay, weil sich nichts ändert und immer wieder die gleichen Gegner kommen. Weiß nicht, ob das nur ich so ist, so sehe, aber das ist der Grund, warum ich immer vorspule bei den Gegnern. Bin mir zu langweilig. Sag, Bunny, hast du eigentlich einen Schlachtruf? Aber klar. Na klar hat Bunny einen Schlachtruf. Irgendwas so richtig weibliches, irgendwie sowas. So ein Kia! Irgendwie sowas. Kia! Das hört sich doch weiblich an. Keine Ahnung. Wunderbar. Toll. Okay, können wir die Folge beenden? Ist hier bitte Gasthaus? Gott. Willkommen zu einer weiteren langen Folge. Und warum setze ich eigentlich Explosionen ein? Das wäre doch viel schneller. Fällt mir erst jetzt auf. Lull. Egal, er macht das schon. Er macht schon Explosionen. Nice. Aua. Aua. Bam. Hör auf, euch zu heilen hier. Greift an. Müsst angreifen alle. Ja, ja, ihr hilft mir. Okay, komm, können wir die Folge beenden. Ist zu lang. Ich will nicht langweilen. Wahrscheinlich habe ich alle schon abgeschaltet. Naja, egal. Vielleicht verstehen. Das ist bei denen nichts mehr. Ganz viele Gegner. Für die, die das zugeschaltet haben. Geil, super. Freut mich. Ihr seid cool. Zugeschaltet, was ist das mit mir? Egal, hör mal auf.